Und ich weiß auch ganz genau, was wir nachher heute Abend machen, wenn die Heizung wieder läuft. Wir wollen die auch wieder anmachen. Aber dann weiß ich ganz genau, was wir machen. Ja. Wir glühen uns nämlich ein. Ich habe nämlich Glühwein geschenkt gekriegt. Echt? Ist nicht wahr? Ja. Da wollen wir uns mal in den Kopf ein bisschen schön rot glühen lassen. Aber vorher wollen wir diesen Ofen noch ein bisschen präparieren, damit er ein bisschen mehr Hitze abstrahlt. Ich meine, der ist schon der Knaller, der Ofen. Der ist echt schon der Knaller. Der ist wirklich gut und der kann auch viel. Und das erklären wir im Laufe dieser Sendung. So. Jörg hat hier schon vorbereitet. Vorbereitet. Und zwar haben wir hier so eine Fachsteuer. Haben wir eigentlich überhaupt schon Moin gesagt? Nee, sollen wir das? Wäre gut, ne? Ja, servus. Moin. Wo kommst du denn her? Das ist Toilettenpapier. Servus? Ja, das ist eine Toilettenfabrik in Flensburg. Hm. Ach, die machen ja, servus, Klopapier. Das ist aber auch deprimierend, ne? Servus. Ja, tschüss. Ja. Nee, aber wir haben mal was vorbereitet. Und zwar sind hier so Strahlstreben. Wärmestrahlstreben. Ja, und die sollen hier jetzt an den Wärmetauscher ran. Das kann ich jetzt schon mal erklären. Stahlstrahl. Das war früher meine alte Propangasflasche. Und daraus habe ich einen Ofen gebaut. Hier ist praktisch, schmeißt man was rein, was brennt. Ne? Lieber nicht rein. Kannst du alles reintun, alles brennen. So, und hier unten ist ja noch eine Klappe, die kann man dann aufmachen. Zuluft. Für Zuluft, ja. Zuluft. Mhm. Auf- und Zuluft. Hier haben wir noch eine extra Zuluft für Turbo. Wenn man die aufmacht, dann kriegt er noch mehr Luft. Aber ich lasse sie immer auf, weil er so zieht. Und der geht ja bis hier oben hin, wird der nachher glühend. Ne, Heine? Ja. Hast Hunger, ne? Heine hat immer Hunger. Hier sind zwei Teller angeschweißt. Zum Bier anwärmen, aber eigentlich wollte ich ja auch, ist das jetzt für so Tassen. Oh, warte, habe ich hier auch? Können wir auch. Glühweintassen zum Beispiel. Genau, haben wir. Ja. Stell die mal hier hin. Und da kann man dann praktisch seinen Kaffee oder Tee hier an diesem Ofen warm halten. Geht Glühwein auch? Glühwein geht auch. Ah, das ist gut. Hier ist eine Luke. Da kann man gucken, das Feuerbild, das Brennbild. Ja. Hier reingucken. Wenn sich das hier dreht, was weiß man denn? Ja, läuft. Richtig, Grisha. Gut. Dann weiß ich, er läuft entweder so lau, wenn er so ganz langsam dreht, dann weiß ich, jetzt müsste ich wieder was nachfeuern. Und wenn er sich so, der kann sich ganz schnell drehen. Also der hebt fast ab, der Ofen, von dieser Drehzahl. Dann habe ich hier ein Temperaturmesser da. Und das ist die Temperatur für das Wasser, was hier als Wärmetauscher dient. Also momentan dann 12 Grad. Eher kalt. Ja, wir sollten heizen. Ja. Aber wir wollen den erstmal modifizieren und dann heizen wir. Also hier ist ein Wasserkreislauf, hier geht das über eine Pumpe. Wieso ist der denn so zerschmolzen? Kommt das von der Wärme vielleicht? Ja, da habe ich aber zu doll geheizt. Der Deckel ist ganz verschmolzen. Oder ist da mal aus Versehen Bremsenreiniger gegen? Nee, das kommt. Achso, davon. Das ist die Hitze, die hier abstrahlt. Hier wird auch nicht mit Bremsenreiniger. Das ist ja auch noch ein extra Wärmetauscher, der noch ein bisschen mehr abstrahlt. Ach, das ist der Schornstein, ne? Das ist der, vom Schornstein und dann, ja. Das ist das Abgasrohr hier. So. Sehr gut. Ja. Und hier über diese beiden Rohre, Vor- und Rücklauf, geht die Leitung drüben in Halle 1 und beheizt auch noch einen Heizkörper. Der unten. Ja, genau. Was gibt's sonst noch zu erklären? Hier kann man den Druck abrufen, weil leider die Uhr ist im Arsch. Die ist von August Schurich, mein Lehrmeister. Ja. Da habe ich damals gelernt, in Flensburg. Hast du die so mitgehen lassen denn? Nö, das habe ich mal. So was macht er nicht. Nein. Nur mit gutem Modern. Nee, das habe ich auch danach irgendwo mal gefunden auf dem Schrott. Und das. Aber das ist ein Zufall, oder? Habe ich das mitgenommen, ja. Ja, das ist so die Heizungsanlage. Und jetzt möchte ich gerne. Ja, kurz das mal ein bisschen treffen. Hat der auch was damit zu tun hier? Das war mal. Hier ist eine LKW-Heizung.
Ja. Und wenn man die 12 Volt, hier ist auch so ein Netzteil noch. Ja. Wo das jetzt einschaltet, leuchtet hier ein grünes Licht und dann kommt hier nachher warme Luft raus. Ach. Das ist mit angeschlossen. Aber das ist jetzt, leider müssen wir das mal hier, das ist mich nicht mehr dran. Da ist mir mal ein Schlauch geplatzt. Wegen Überdruck. Das ist eine ganz gefährliche Anlage. Und die will ich aber auch wieder irgendwann mal wieder in Gange bringen, sodass die wieder läuft. Kann ich wieder ausmachen. So. Was heißt Turbo? Turbo ist hier das Licht. Turbo hatte ich aber mal. Da war hier ein kleines Gebläse dran hier unten. Mhm. Und der hat noch mehr. Und der hat Luft richtig reingeblasen, wie bei so einem Ölbrenner. Ja. Weißt du, der so. Aber das war zu viel, das brauchte ich nicht. Dann glühte der Ofen bis hier oben. Oh, der war auch relativ schnell alle, ne? Das war ja wie ein Hochofen. Dann. Ja. Wenn du da unten was reinbläst, weißt du, dann boah. Und da kam oben aus dem Schornstein schon Funken raus. Mhm. Das ist nicht zulässig. Nee, das war nicht zulässig. Aber so ist das ja jetzt alles amtlich hier, die Anlage. Abgenommen. Ne? Die Dinger, die hat ja Jörg mit der Schlagschere geschnitten und die sind so ein bisschen krumm. Und die müssen jetzt erstmal einmal begradigt werden auf dem Amboss. Und dann, Christian, müssen die an den Enden so ein bisschen einfach abgerundet werden. Die sollen hier so hin. Als zusätzliche Abstrahl. Ja, genau. Dann machen wir einmal rundherum und dann heften wir die an, ne? Ja. Wir beiden. Und dann habe ich ja noch diese hier. Wo sollen die hin? Die sollen hier. Die sollen hier unten hin, ne? Ja. Einmal hier so unten lang. Und dann hat er ja hier über die Jahre ein bisschen Lochfraß. Oh ja. Da sollten wir mal ein bisschen zuschweißen. Das ist gar nicht gut. Nein. Leicht gelitten. Und er zieht hier auch viel zu doll Luft. Hier müssen wir auch mal ein Blech vormachen, damit er besser abdichtet. Und der ist über die Jahre immer dünner, ne? Immer dünner geworden. Aber wir müssen mal richtig Hand anlegen. Ein bisschen schweißen. Das wollen wir tun. Wollen wir die denn auch hier so ein bisschen schräge machen? Ja, ne? Wir, Christian, wollen wir. Aber nur eine Seite immer, ne? Ja, oben nur. Weißt du, wir können hier von einem entbehren, ja, ne? Ja, weil die Tür dann ist ein bisschen undicht ist, Jörg. Ja. Müssen wir da eine kleine Dichtleiste hinbauen, dann zieht er auch nicht mehr so doll. So, den schneide ich hier ab, dann passen wir den an, ne? Das Loch hier, das kriege ich ja wohl so zugeschweißt. Nee, da können wir doch auch noch einen hinsetzen, oder? Setzen wir hier praktisch auch. Ich schneide den mal ab. Nee, aber hier kommt ja dann als erstes so einer hin. Und den kann ich doch so. Ach so. Kriegen wir zu sehen. Ich schneide den jetzt ab. Ja. Dann passen wir den an und gucken wir mal, was wir denn noch nachhaben. Ja, hier oben ist er ja noch. Da ist er doch super, oder? Das geht alles. Ja. Ja, der hat hier in der Ecke, da müssen wir auch noch mal gucken. Da ist auch. Mhm. Aber ich schweiße erstmal diese Ritze dazu. Die werden so hingedrückt und gedengelt. Ja, wenn wir ihn da jetzt einmal festhalten und du schweißt ihn da an. Mach mal. Warte mal, sollen wir ganz bisschen Luft lassen hier? Ja. Sonst kriegen wir nachher nicht auf, ne? Ne, sonst können wir das ja abschleifen nachher. Ja, wenn wir ihn aufhaben. Ja. Langt hier der Saft? Ich hol mir mal einen Hammer, den kann ich noch mal drücken, ne? Willst du ihn da einmal heften? Ja, aber der liegt ja noch nicht an. Aber der müsste hier geschnitten werden, siehst du? Ein bisschen ausgeklinkt, dass du vorbeikommst. Warte mal, sollen wir das nochmal machen? Ja, klar, das muss. Ich hab hier Kreide. Oder kann man das sehen? Ja. Deutlich sichtbar. Mal nachdenken. Ich kann nochmal mit der Stütze machen. Ja, so ein bisschen ausklingen. Klar. Ja. Also, zum gut gefallen.
der zieht nicht mehr richtig. Den müssen wir so nochmal biegen. Ein bisschen weiter nach innen. Mal gucken. Ah, gleich ein ganz anderer Schmack. Sollen wir den noch ein ganz bisschen mehr biegen? Oder ist er gut? Nee, der ist gut, das ist gut. Der liegt ja jetzt, da ist er aber so ein bisschen offen. Was ist denn? Da ist ja auch noch so ein... Oh, da auch, ne? Ja. Da muss auch ein Flicken hin. Das ist richtig dünn an der Stelle. So. Na, Christian? Muss mal probieren. Ja, jo. So, so tun? Muss unten noch ein Stück, sehe ich das richtig? Ja, hier unten muss ein Stück ab, ne? So, das klappt gleich. Ne? Mhm. Der geht viel besser ran. Da ist der Welle, ja. Da wollen wir nochmal. Der muss da nochmal ein bisschen. So, warte mal. Da halt, das noch eine. Eigentlich muss er hier oben noch weiter raus, wenn ich das so sehe. Ich mach nochmal zu. Nö, nee, aber eigentlich nicht. Um zu dichten müssen wir den ja eigentlich da noch schon. Aber jetzt bin ich zu weit drin wieder. Ja. Aber du kriegst ihn hier, wir haben ja kein. Hier müsste da ein Anschlag ran. Ja. Oh, warte mal. Das ist ja, Herr Krischung. Aber so ist er ja dicht, wenn wir ihn so drin haben hier. Ja. Liegt er auch überall gut an jetzt? So ist er zu, du. Ja, pass auf dann. Ich muss jetzt aber erstmal so ran. So. Bist du oben? Ja, ich drücke ihn gleich nochmal. So. Sehr schön. Und dann müssen wir dieses Loch hier mal dicht biegen. Ja. Fischer. Muss man so einen Winkel machen oder einen Flicken irgendwie schneiden. Ja. Ne? Mach mal lieber, ich heft ihn mal da unten, so, dass er da unten passt. Ne? Nur unten oder heft ihn einfach. Das ist ja da so, da muss er so rein. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ist ja, dann dengeln wir ihn oben hin. Ja. Das sind ja meterlange Schweißnägel. Oh, meine Güte, du. Ich würde nur 3 Punkte oder so. So. Oh, mein Schuh. Das ist gerade, ja. Sieht gut aus, ne? Das sieht gut aus. Bei den nächsten komme ich ja immer nur von einer Seite rein. Aber macht ja auch nichts. Ich kam es von diesen ja auch. Ja, ja. Willst du in der Mitte auch noch einen Punkt machen? Hier nicht, kommt dass, noch hier du, einen. Nicht, dass er sich so. Ach so. Soll ich? Ja. Deck ich da. Wir können ja immer so einen Abstandsklotz nehmen. Dann haben wir irgendwie einen Klotz oder. Hier sind immer eben so ein. Ja, da musst du höher rauf, ne? Ja. Zu hoch. Etwas höher. So, ja. Ja, das sieht doch gut aus.
Ne? Mhm. So. Jetzt müssen wir nur aufpassen, weil dieser, jetzt kriegen wir hier einen anderen Bogen. Weil ja. Das müssten wir eigentlich. Das ist ja so rund. Wir ja, die Rundung haben wir hier ja nicht. Wir fangen ja so. Das war ja so einigermaßen gerade und jetzt fängt eine Rundung an. Ja, sollen wir ihn so tun jetzt? Ja. Warte mal, ist die Höhe, Stück, ne? So. So. Weißt du, was ich beim Schweißen total komisch finde? Wenn der einmal nicht angebunden hat, dann schweißt du da nochmal drauf, dann bindet er trotzdem nicht an. Was ist das denn? Das ist total komisch. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Manchmal denke ich immer, das liegt an der Zunderschicht, aber das ist ja keine Zunderschicht mehr. Nein, und du schweißt ja nachher nochmal so einen richtig fetten Punkt da drauf und der zieht ihn trotzdem nicht an. Komisch, ne? Ja. Will er nicht haben, denn, ne? Das kommen wir doch aus bis dahin. Das glaube ich, schaffen wir. Du. Ich kann das jetzt nur von der Richtung sehen. Ja, hier stimmt der oben. Ist gut. Ein Stück höher. Ja. Willst du keinen mehr daran haben jetzt? Nö. Gut. Also ich würde sagen, das ist ja jetzt geschafft. Wir können ein Glas Bier trinken. Oder eine Flasche. Ich dachte, du fragst nie mehr. Ich dachte schon, du warst krank. Oder wollen wir nicht? Doch. Ich will jetzt nicht hetzen, aber... Ach nee, wir wollen ja Glühwein trinken. Also ein Bier wäre schon schön. Ja. Mir ist schon beides, oder? Also zusammen, Stereo? Auch das? Nee, also ich bin heute auch gar nicht so für Glühwein. Habe ich gestern gehabt, ich gerade. Nee, das ist war auf einer Weihnachtsfeier, da hatte ich in der rechten Hand den Glühwein, in der linken Hand ein Bier. So siehst du aus. Super Arbeit. Mit ein bisschen Amaretto drin. Ja. Herr Andi, wir müssten doch aber normalerweise mit dem hier anfangen, ne? Ja, also hier muss ein kurzer genau in die Mitte. Und den können wir da ja schon wieder so arbeiten. Den machen wir genau in die Mitte. Willst du nur einen da reinmachen, einen kurzen oder zwei? Willst du hier auch noch einen hin haben? Ja, das weiß ich nicht. Ja, doch, eigentlich schon. Ne? Zwei. Bei dem Hammer liegt da einen. Ja. Und die müssen. Da musst du mal zwei auf Maß schneiden nochmal. Krischauen. Ja, da brauche ich Maß. Ne? Ja, das gibt hier. Professor Jürgen. Apropos Maß, ich hol mal ein Bier. Oh ja. Jetzt ist ja schon richtig hier Kurzarmwetter in der Hütte. Oh, ich muss hier sitzen. Kann man auf dem Schweißgerät auch sitzen? Ja. Guck mal, der Ofen ist schon vom Schweißen angegangen. Von selber angegangen. Geil, ne? Der sagt, ich warte doch nicht so lange, bis ihr soweit seid. Ich kann mich selber entzünden. So. Eins. Zwei. Drei. Das war ja mal war ein richtig guter. Der beschissenste ever, würde ich sagen. Ja, wirklich. Du. Guck mal, jetzt fängt er sich an zu drehen. Ja. Mhm. Arbeitet. Groß. Mhm. Andi, das wird ein neuer Stuhl auf der Ecke. Ja. Oh, stell dir mal vor, die beiden Stühle von oben. Die Jaguar-Stühle, die elektrischen. Oh. Da ist zu wenig Platz hier. Nils würde doch nie wieder rauskommen. Sieht das gut aus? Ich finde das total geil. Fischer, was meinst du? Sieht gut aus, ja. Schön. Hier müsste auch noch eine kleine Reihe hier hin. Mhm. Die sieht so mächtig aus jetzt. Ja, er hat ein Format gewonnen. Ja. Mhm. Klasse. Ja, ja, für oben müsstest du vielleicht noch mal hier so eine... Das kann man ja machen. Eine Reihe. So ja. 4 cm. Genau, ja. Der Trick ist ja auch noch, was der Ofen eigentlich noch kann, das wisst ihr ja gar nicht. Aber das muss ich mal vorführen. Wenn ich den hier nämlich aufdrehe, hier. Da kann man, wenn man ganz lange Stämme hat, dann macht man den hier auf. Dann kannst du mal einen ganzen langen Stamm reinschmeißen. Oh,
Und jetzt kannst du mal die Brennkammer sehen hier. Ja, Wahnsinn. Ne, wie er da abzieht, wie er abraucht. Herrlich, ne? Ja, Krematorium fast. Das habe ich mal gemacht, wie ich mir zu faul zum Sägen war. Ja. Andi, und jetzt haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das eine. Das können wir da von oben rein. Das Loch schweißen. Ja. Ja. Also richtig dicht kriegen wir den nicht, wa? Hier könnte eigentlich auch noch so eine Dichtkante hin einmal. Naja, da kann, also unter dem rechten Rohr da, wenn du da von oben. Ja, das Ding hast du jetzt gerade gemacht. Der soll, das war's. Der soll okay. Da noch ran, ja. Den machen wir noch zu. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, weil jetzt hier Wasser. Hier ist jetzt Wasser drin, ne? Aber überhaupt wie sich das schweißen lässt. Manchmal ist das so, dass sich das nicht schweißen lässt. Weil er ihn nicht warm kriegt. Ja, weil er das nicht heiß genug wird. Aber das Wasser ist ja jetzt auch schon warm. Soll ich mal machen? Mhm. Den auf Mitte, ne? Oder wie? Nee, der Mitte kommt, ist ja der. Ach so. Da kocht das Wasser aber mal. Also hier kommt ja keiner mehr hin, oder? Nee. Kriegen wir ja nicht fest, ne? Nee, wir müssen hier noch bis hierhin einhaben. Wo wollen wir denn anfangen, Herr? Hier ist Heines Brille. Guck hier, Heines. Nee, hier. Die Brille. Sollen wir den so machen, Andi? Oder einen so ein bisschen höher? Ich muss mal gucken. Aber es wäre geiler, wenn die auch rund wären. Ne, hier müssen die ran. So an den Kante. Da oben und dann genau bis unten. Und dann können die auch ruhig gerade sein. Ja, ja. Gut. Dann halte ich sie da ran. Sollen wir hier nur ein bisschen schleifen, weil hier so viel Overtur ist? Ja. Mach mal einmal hier blank. Gut. Soll ich? Ja. Super. Wir brauchen ja nur einmal hier noch. Ja. Ich kann die Höhe jetzt aber nicht sehen. Ist die Höhe gut? Siehst du das, Andi? Ja, sieht gut aus. Ich muss ihn erst hier unten heften. Mhm. Jetzt. Bloß keine Handschuhe an. Ne? Ich hoffe, du hast mit dir geredet. Ja, ich habe gerade mit mir geredet. Das ist gut. Ja. Zieh dir bloß keine Handschuhe an, es könnte jetzt zu warm werden. Hm, das wird auch ganz schön warm hier drin. Aber wir durchaus mussten ja auch noch die Heizung wieder anmachen. Ja. Einen noch? Kriegen wir noch einen hin? Da liegt ja noch einer. Und einen noch. Hätte ich noch draußen. Nee, Christian, jetzt ist Schluss. Hast du schon beide angeschweißt? Ja. Ah, das ist gut. Das weiß ich gar nicht, wie der noch so? Ja. Hat er? Nö, ja. Nö, ja. Nö, ja. Oh, nö, aber ja. Seht her, es ist vollbracht. Wunderschön. Also der Ofen, der strahlt auch wirklich mehr Hitze ab jetzt. Stimmt. Christian, jetzt haben wir uns einen verdient. Ja, jetzt wollen wir auch gleich mal strahlen, ne? Ja.
Obwohl ich ja schon vom Schweiß ein bisschen verglüht bin. Ja, das, du hast morgen ein Gesicht wie ein Streichholz. Und Jörg kriegt nichts, weil seine Birne ist schon knallrot. Ja. Du trink mal lieber ein Bier. Ja, Jörg trinkt auch lieber ein Bier. Du. An die Sommer. Aber riechen tut er gut. Ja. Sollen wir den noch mit Rum verschärfen? Ja, das sowieso, aber hier nochmal nachglühen lassen. Ja, ja, das wollte ich mal auch zur Demonstration bringen. Ja. So, der Rest muss so rum rein, wa? Ja, würde ich auch sagen. Hast du was? Ach, da ist mal einer, Kuckuck. Alkohol in der Werkstatt? Der riecht gut, du. Du sollst ja noch fahren, ich, ne? Ich soll noch fahren, ja. Dein Lippen geht noch. Ja, so ist gut. Kann man sehen, ich muss aber auch mal. So, ich stell das mal hier hin. Das ist ein guter Rum. Guck mal, wie schön. Ja, dann setzen wir hier mal schön hin. Oh. Oh. Herrlich. Aber macht doch immer wieder Spaß, ne? Ja. Mhm. So ein Schwachsinn, ne? Ja. Ich bin ja gespannt, wie meine Fresse brett heute Nacht. Das glaube ich auch, alter Schwede. Muss After Sun Lotion nehmen. Ja. Oder ein Pfund Butter geht auf. Ja. Ach, ich lasse es drauf ankommen. Oder von dem schönen Bio-Cut. Ja. Oh. Schön warm, Christian. Sagst du, jetzt geht's schon los? Ja. Du bist wieder ungeduldig, ne? Oh. Prost. Sieht ein bisschen aus wie so ein Ariel-Zylinder aus den 20ern. Ja. Mhm. So. Drei. Ja. Prost. Prost. Das haben wir wirklich gut gemacht. Ja. Oha. Hm. Ist, ne? Ja, ist. Oh. Kann man arbeiten. Mm, lecker. Man gut, wir haben das Ding schon fertig. Das wäre jetzt doch nichts mehr geworden. Wenn ihr da durch. Nee. Wenn wir mit dem Becher hier fertig sind, dann ist es vorbei. Ja. Ja. Oh, eine Heizfolge haben wir ja noch. Welche denn? Wir wollen ja noch mal einen Altölofen in Gang bringen. Den haben sie so früher, so, der kommt so aus den 50er Jahren, den hatten sie mir früher so in LKW-Werkstätten gehabt. Als wir den Eisschlitten gebaut haben. Das genau, da hatten wir den doch auch mal. Mhm. Und da kann man so. Oder früher haben sie das auf jeden Fall so gemacht, mit Altöl und alles, was sie so hatten, kam da rein und wurde mit Diesel vermischt. Ja. Und dann zündet man das an und der brennt eigentlich richtig sauber, fand ich. Fand den gar nicht. Die Frikadellen von Curtis oben drauflegen, ne? Frikadellen, das war gut, ne? Ja. Und den führen wir auch nochmal vor den Ofen und dann wollen wir, Jörg und ich, nochmal eine Schieneheizung mal auseinandernehmen und die mal reinigen und das zeigen wir dann auch nochmal, ne? Also wir lassen nicht nach mit den Heizungssachen. Aber E-Heizung zeigen wir nicht, ne? Nö. Nee. Ein Heizlüfter, wie man in der Steckerdose reinsteckt? Ja. Das wäre eine kurze Folge. Das taucht überhaupt nichts. Ja. Nö. Ich könnte mal so einen Stecker aufschrauben. Mal gucken. Ich finde, am schönsten finde ich das Heizen hier. Ja. So, das ist echt gesundes Heizen. Ein Wald habe ich, das Holz. Ja. Ne? Ja, fröhlichen Tannenbaum. Fröhliche Weihnachten, es ist ja bald soweit. Ja. Seid gut zu den Tieren, denkt an das Vogelfutter. Ja. Die wollen auch was zu essen haben. Mäuschen auch. Mäuschen? Mäuschen, die so rumlaufen. Ja, und die Eichhörnchen. Ich hab Mäuschen zu Hause. Ja? Die gehen immer ins Vogelhaus hoch. Echt? Nee. Ja. Ach, und die holen sich das Futter? Dann sitzen sie da drin und dann... Nee, das ist ja niedlich. Die sind süß. Bei mir sind keine Mäuse, weil ich ja Heine hab. Ja. So, frohe Weihnachten. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.